Wir steigen direkt ein in diese Folge mit dem Kampf. Wir wurden von einem Mitglied dieser verrückten Bande, deren Namen ich gerade vergessen habe, angegriffen. Jedenfalls haben wir es hier mit einem Matri-Voll zu tun. Vom Typ Käfer und Pflanze. Das heißt, wir können hier mit unserem Windstoß sehr viel Schaden anrichten, denn das wirkt vierfach. Und damit sollte dieser Gegner überhaupt gar kein Problem für uns sein. Ein Windstoß. Und Geschichte ist er. Matri-Voll wurde besiegt. So, wir erreichen Level 8. Und wir erlernen Psy-Welle. Und steigen nochmal zu Level 9 auf. Ich möchte möglichst schnell gegen den Arena-Leiter von Oregon City antreten. Du solltest auch versuchen, die einzelnen Arena-Leiter herauszufordern. Denn um ein erfolgreicher Trainer zu werden, musst du dich mit den Arena-Leitern aller Städte messen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, aber ich möchte mir jetzt erstmal nochmal die ganzen Gebäude hier anschauen. Was für ein wunderbarer Ausblick. Und erst dieser schöne Klang. Im Nu sind alle Sorgen vergessen. Ich liebe diesen Ort einfach. Darf ich dir mein Lieblingsstück vorspielen? Fein, dann spitz die Ohren. Oh, echt schön. Möchtest du mich trommeln hören? Solange mein Herz im Takt noch schlägt, lass ich die Trommeln ertönen. Auch sehr schick. So, zwei Häuser haben wir noch hier unten. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Orion City. So, was haben wir denn hier Schönes? Auf Route 2 gibt es jede Menge Trainer, die gegeneinander antreten, um ihre Pokémon zu trainieren. Das weiß ich doch. Pokémon können sich nicht mehr als 4 Attacken gleichzeitig merken. Ja, das stimmt. Und wenn man noch eine weitere erlernen möchte, muss man dafür eine andere rausschmeißen. Unzählige Pokémon warten nur darauf, dir endlich begegnen zu können. Die Schwachen wie auch die Starken. Die Imposanten wie auch die Niedlichen. Du hast ja einen tollen Beutel. Und was da alles hineinpasst. Du solltest dir einen großen Vorrat an Tränken zulegen. Nope. Darf ich nicht verwenden. Und wieder an Fernseher. Hallo alle zusammen. In unserem heutigen Japanischkurs bringe ich sie euch bei die Frage aller Fragen. Was ist dein Hobby? Seid nicht sparsam mit dieser Frage. Stellt sie euren Freunden, aber auch Leuten, die ihr gerade kennengelernt habt. Auf Japanisch stellt diese Frage so. Shominani? Mit dieser Frage hat schon so manch aufregendes Gespräch begonnen. Wie auch immer, das war's mal wieder für heute. Mata Kondo, bis zum nächsten Mal. Man lernt hier ganz schön viel Japanisch in diesem Spiel. Ich denke mal, im Gebäude links werden wir auch nochmal einen Fernseher haben. Lass mich, alten Mann, dir etwas sehr Nützliches verraten, einverstanden? In deinem Team können sich bis zu 6 Pokémon gleichzeitig befinden. Ach was. Boah, das hat gerade sowas von meinem Leben bereichert. Die Pokémon setzen sich stets mit Leibeskräften für uns Menschen ein. Im Gegenzug lassen wir ihnen unsere Zuneigung zuteil werden.
Diese gegenseitige Achtung ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Boah, was war gerade mit meiner Stimme los? Hey, lauf doch nicht weg. Hallo. Wer an Stärke gewinnt, kommt voran. Wer vorankommt, gewinnt an Stärke. Das ist das Großartige am Abenteuer. Jedes Pokémon kann gesund und stark werden, sei es auch noch so schwach. Es braucht nur ausreichend Zuneigung. Zu Füßen des Helden, der erwählt ist, die Welt zu führen, wird ein Pokémon erscheinen, um ihnen beizustehen. Dies ist eine Erzählung aus der einen Region. So, hier oben werden wir bestimmt wieder einen Fernseher haben. Nicht? Oh, das finde ich jetzt aber schade. Komm, lass uns eine Runde Feuerpflanze Wasser spielen. Ich fange an. Auf die Pflanze fertig los. Feuer, Wasser. Du setzt Feuer ein und ich Wasser. Damit hat sie gewonnen. Okay. Diesen Pokéball besitze ich schon sehr lange, also sollte ich ihn dir vielleicht schenken, findest du nicht? Naja, normalerweise kenne ich das so, wenn ich etwas ganz lange besitze und damit dann eigentlich auch mag, dass ich das dann eigentlich behalten möchte und nicht einfach so verschenke, aber wie du möchtest, ich nehme es gerne. So, damit sind wir tatsächlich mit dieser ersten größeren Stadt durch. Guten Tag, Trainer. Dies ist ein Tor für alle Reisenden. Denke daran, einen Blick auf unsere Leuchtschrift-Anzeigetafeln zu werfen. Es freut mich immer wieder, wenn ich die verschiedenen Bekanntmachungen auf der Leuchtschrift-Anzeigetafel lese. Ja, ich auf jeden Fall auch. So, Route 2. Und der Visucaster klingelt. Marius, ich bin's, deine Mutter. Wie geht es dir denn so, mein Schatz? Hast du dich schon mit deinem Pokémon-Team angefreundet und genießt die gemeinsame Reise mit ihnen? Ich rufe nur an, weil ich mal wieder deine Stimme hören wollte. In Ordnung, ich lege da mal wieder auf. Was? Marius, endlich habe ich dich eingeholt. Du bist da schon weit gekommen. Professorin Esche sagte mir, dass du wahrscheinlich auf dem Weg nach Orion City bist. Ich habe übrigens noch ein Geschenk für dich. Hier, probiere sie am besten gleich mal an. Turbotreter! Wenn du in die Turbotreter schlüpfst, bist du im Nullkomma nichts am Ziel. Hör kurz mal zu, ich lese aus der Gebrauchsanleitung vor. Da steht: Halte den B-Knopf gedrückt und du kannst schneller rennen. Als je zuvor. Ziehe deine Turbo-Treter an und renne, bis dir die Puste ausgeht. Ich hatte sie nach dem Kauf verlegt und dann beim Aufräumen wiedergefunden. Ja, es schadet eben nicht, hin und wieder mal aufzuräumen. Marius, du bist nicht allein, das weißt du doch hoffentlich, oder? Dein Pokémon-Team ist stets an deiner Seite und auch auf deine Freunde ist jederzeit Verlass. Und vergiss deine Mutter nicht, die dich immer im Herzen trägt. Also dann, ich wünsche dir viel Glück und Erfolg auf deiner Reise. Okay. So, so funktioniert die also. So, wir sind jetzt auf Route 2. Das Gastrodon. Vom Typ Wasserboden. Es könnte sogar reichen. Na, wobei ist die Frage, riskieren wir das? Es ist nur schwach gegen Pflanze. Das heißt, eigentlich könnte es reichen. Na gut, aber jetzt ist die Frage, es ist vom Typ Wasserboden. Reichen unsere 11 KP aus?
Okay, es hat keine Wirkung auf uns. Das heißt, wir haben dieses jetzt geschwächt, können einen Pokéball einsetzen. Dann sollte Gastrodon unser erstes Pokémon sein. Also neben Simbulara. Nicht? Oh, wir haben es überlebt. Oh Gott. Bitte bleib einfach in diesem Drecksball drin. Ja. 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 Oh Gott. Es ist unsers. Wir haben es geschafft und gehen dann nun mit Gastrodon. Team. So, ein Spitznamen für Gastrodon. Das klingt jetzt ein bisschen rassistisch, aber ich finde der Name Gastarbeiter klingt ganz passend. Gast? Nein. Gast. Gast. Bei. Gastarbeit. Gastarbeit. Optimal. Hey, Marius. Na los, lass uns kämpfen! So, wir sind nun in Orion City angekommen. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mein Pokémon zu trainieren, das ich jetzt neu gefangen habe. Das heißt, es ist immer noch auf Level 4, was sehr schlecht ist. Mal, da habe ich das unnötig zweimal gemacht. Das werde ich noch off-cam nachholen. Da werde ich ihn dann bis auf Level 8 hochleveln. Dann sehen wir uns im nächsten Part hier in Orion City.